So, moin moin Leute, oder besser gesagt, guten Abend, guten Nachmittag und moin moin, willkommen hier zum heutigen Stream. Ja, moin. Wir spielen heute wieder ein bisschen Animal Crossing und wieder einmal läuft das Ganze heute mit mobilen Daten, weil mein DSL-Router immer noch nicht so läuft, wie ich das will. Und mal gucken, ob das heute klappen tut und wie lange. Wir probieren es ein bisschen aus, ob das heute mit mobilen Daten klappt oder nicht. Ja, mal gucken. Und moin an Paya, Schofield, Raphael, Servus. Ja, Leute, willkommen. Und ja, eigentlich wollte ich heute Vormittag wieder streamen, aber das hat dann auch nicht geklappt. Und ich habe heute ein bisschen was hier geschafft. Ein Springbrunnen zum Beispiel ist ja am Start. Ganz neu. Ein wunderschöner Springbrunnen. Oder hier das Rathaus. Yay. Mit meiner Stadtflagge. Moin an Dennis. Oder die Schnellerei hat heute auch aufgemacht. Ja, sehr schön, oder Leute? Ja, mal gucken, was mit der Verbindung heute alles tut. Dein Embed hat doch geklappt. Ja, jetzt am Nachmittag hat es mit mobilen Daten so ein bisschen geklappt. Hallo Katzbeut, moin. Hallo und Kardinadi, auch moin an dich hier. Moin, hast du vorgespult? Ich habe heute vorgespult, damit die Läden auch aufhaben. Deswegen haben wir auch Dienstag heute. Und ja, hier ist meine Schneiderei ist eröffnet. Und heute hat das Rathaus aufgemacht. Das wollte ich euch heute eigentlich heute Vormittag zeigen, aber ja, hat dann nicht so ganz geklappt. Hallo Dishan, moin. Ja, Grenze machen wir jetzt mal nicht auf. Ich will jetzt einfach was anderes machen. Und zwar möchte ich jetzt mal gucken, was man denn jetzt bei Tom Nook so machen kann. Hallo Andario, hi. Ich hoffe mal, der Stream hat heute irgendeinem angezeigt oder so. Weil YouTube hatte aktuell ziemlich große Probleme mit ihrer Abo-Box. Und ja, mal gucken, ob das was wird. Hallo Nino, hallo. Und wir gucken mal, wie lange wir heute überhaupt streamen. Ich habe keine Ahnung. So lange, bis es abstürzt. Lul. Lul. Wenn es denn überhaupt funktioniert. Läuft der Stream? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe schon wieder so einen komischen Sound, ey. Das hat man beim ersten Mal auch die ersten paar Minuten. Keine Ahnung, was die Elgato zum Beispiel für ein Problem hat. Sehr komisch. Ja, bisher sind wir gerade mal nicht so viele Leute bisher, wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Hab das Gefühl, mein Stream ist jetzt auch so ein Opfer, der keinem mehr angezeigt wird. Wie bei Blue X2 zum Beispiel auch oder so. Das ist ganz komisch. Wie bekommt man Schneiderei und Museum? Museum bekommst du ja ganz am Anfang. Da musst du ja nur dem Tom Nook am Anfang ein paar Fossilien geben und dann hast du das schon. Also 5 Fossilien will Tom Nook haben und dann macht der Museum auf. Also, nee, bei 5 Fossilien musst du Tom Nook geben und dann ruft der Eugen an und Eugen kommt dann am nächsten Tag auf deine Insel und Eugen musst du dann nochmal 15 Stücke geben und dann macht der Museum auf. Ja, so ist das Ganze. So läuft das. Joa. Ich habe ein paar Nook-Meilen. Sehr schön. Ein paar neue Nook-Meilen. So. Ja, ich mal gucken, ob der Stream heute irgendjemand angezeigt wird. Laggt es nur bei mir? Ach, laggt es schon wieder? Oh, laber nicht. Hier ist alles grün. Hier ist alles grün. Ach, komm. Und hallo Julian, moin. Bisher sind wir aber nicht so viele Leute. 7 Leute gerade mal. Ich weiß nicht, seit gestern geht nichts mehr. Die letzten Streams, das kann mir keiner erzählen. Die letzten Streams zu einem Crossing waren immer so am Anfang gleich so 30, 40, 50 Leute. Und jetzt so seit gestern, ist mein Kanal auch gefühlt von YouTube beerdigt worden. Keine Ahnung, ey. Was ist denn da los, ey? Bin ich jetzt genauso ein Opfer wie alle anderen auch? Ich hab mich so gefreut, ey. Alle anderen haben sich auf Twitter beschwert, dass ihre Abo-Box nicht mehr funktioniert. Und ich war noch der Einzige gefühlt, bei dem das funktionierte. Und jetzt bin ich auch betroffen. Jetzt wird's auch keinem mehr angezeigt. Weiß jemand, wie man neue Bewohner bekommt? Auf der einsamen Insel, da kannst du Bewohner einladen. Ja, genau. Da geht das. Geh zum Geldautomaten und drück Tom Nook Mine einlösen. Ja, und dann? Willst du von mir? Habe ich ja jetzt schon 100 Mal gemacht, also Dishan, was ist da jetzt so besonders dran? Ich war da heute schon 20 Mal. Das kenne ich ja alles. Hab keine Benachrichtigung bekommen von YouTube. Ja, pff. Ich auch nicht. Ich habe ja mit meinem Zweitkanal, das ist schon wieder lächerlich hier, ey. Hab ja mit meinem Zweitkanal Sweep meinen Hauptkanal abonniert. Kommt auch nichts rein. Das ist. Also.
Also aktuell denke ich mir auch so, warum machst du überhaupt noch irgendwas? Internet funktioniert nicht gefühlt richtig. Ich muss hier mit mobilen Daten streamen. Datenvolumen wird hier aufgebraucht ohne Ende. Und ja, YouTube denkt sich auch noch so, nö, also Glocke und sowas, nö, das hau ich erst nicht, überhaupt nicht raus. Hallo Pete. Ach Gott, ja, wir spielen heute ein bisschen, ne, mal gucken. Ich spiele ja eh ein bisschen und ja, ein paar sind halt da. Kreischt neue Sachen, was? Ja, wie gesagt, ich habe hier ein paar neue Sachen heute bekommen durch das Rathaus. Jetzt kann man so ein paar schöne Sachen aufbauen, wie zum Beispiel einen Springbrunnen. Da habe ich mir die Anleitung gegönnt. Oder natürlich jetzt hier auch die Straßenlaterne, Straßenlampe. Da habe ich mir, das habe ich bestellt, kommt morgen an. 5 Monate Mitglied, yay, danke dir auf jeden Fall, danke. Also bei mir wird der Stream angezeigt und habe auch mehr Nachrichten bekommen. Ja, aber bei der breiten Masse nicht, das ist ja auch so bei Luke's Zug gestern gesehen und so. So ein paar Leute, die Mitglied sind oder oft dabei sind, denen wird es angezeigt. Ne? So ein paar Leute zumindest. Aber so die meisten Leute, die kriegen es einfach gar nicht mit. Ich kann ja mal gucken in die Analytics von gestern, obwohl, die sind ja eh noch nicht da. Dauern ja immer 3 Jahre, aber man sieht es ja, 9 Leute ist jetzt nicht so viel. Ja. Das war halt die anderen Streams halt vor kurzem anders, ne? Da waren halt 30, 40, 50 Leute da und ja, jetzt wird es halt kaum noch einen angezeigt. Hallo Mario-Fan, hi. So, hallo Melinda, moin. Hallo. Bitte zögern nicht, mit mir zu reden, wenn ich dir irgendwann helfen kann. Ja, hi. Und Tim, hi. Moin. So, hier habe ich heute meine Inselflagge festgelegt. Und hier gibt es auch die Inselmelodie, ja. Ich guck mal, was die bei einer Bewohnersache so sagt. Was genau hast du auf dem Herzen, Pius? Macht dir einer der Bewohner das Leben schwer? Nein, alle nett. Ich finde ja, dass sich mittels Kommunikation jede noch so knifflige Konflikt lösen lässt. Aber wenn du bereits das Gespräch gesucht hast, bleibt mir nichts anderes übrig, als einzuschreiten. Wirf unser Insel übel, daher redet oder sich unangemessen kleidet, bekommt eine Verwarnung. Ey, deine Kleidung ist scheiße. Du kriegst jetzt hier eine Verwarnung, ey. Das ist lustig. Nee, alles super. Kein Problem, Melinda. Ja, nochmal Glück gehabt. Alles super hier soweit. Hallo Tim, moin. Kommt morgen ein Direct-Stream, wo wir warten, ob eine Ankündigung kommt? Wenn ich Internet habe, dann ja. Sonst mache ich vielleicht ein Video. Ich denke, ich mache ein Video. Wie ich so... Also, ich denke mal, morgen kommt eine Direct-Ankündigung. Und dann mache ich, denke ich, ein Video, was so meine Erwartungen sind. Am besten gehe ich so in den Wald oder so und mache dann dort so ein Video. Was sind meine Direct-Erwartungen? Das kann ich mir vorstellen, dass ich sowas machen werde. Oder ich mache ein normales Mauercut-Video, wo ich über meine Direct-Erwartungen rede. Eins von beiden. Irgendwie sowas. Aber ich merke ja irgendwie so, die Streams hier seit gestern sind irgendwie tot gefühlt. Was ist denn da los, ey? Mann, wieso hasst YouTube uns alle so sehr? Ich verstehe es nicht. Sie können die nicht einfach mal eine Abo-Box machen, die funktioniert? Hallo, Fabi. Das ist zum Heulen. Das ist halt echt traurig. Oder? Ich weiß nicht. Das ist sehr komisch. Kopi, hi, willkommen, langsam finden doch ein paar her, hallo. So, und hallo auch an Tom Nook hier. Apius, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Bauberatung? Wir möchten was Neues bauen, ja. Lass uns reden, wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Brückenaufgänge, bitte. Wahrscheinlich Timeskips, ich habe einen gemacht, ja. Weil es ging halt nichts ab und ich musste erstmal die ganzen Bewohner einziehen lassen, damit dann das Rathaus gebaut werden kann. Genau. Übermorgen kommt mein Animal Crossing. Sehr gut, sehr gut. Nanu, mehr Infos gefällig zu Brücken und Aufgängen? Da helfe ich doch gerne. Wieso? Na, dank unserem Fashion 9 Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Ja, aber das ist halt wirklich irgendwie heute mit dem Stream und seit gestern auch schon, das ist halt wirklich lächerlich, ey. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich wechsle gleich mal auf Suip und guck mal, ob dort das Video angezeigt wird. Das kann mir keiner erzählen, ey. Das letzte Jahr, wo YouTube flüssig war, gefühlt 2014. Ja, da war noch alles gut, ey. Aber seit... Aber das heute und gestern ist halt lächerlich irgendwie. Unsere werte Kundschaft
Und ich bin da nicht der Einzige. Ich hab's von Louis gehört, ein Kollege von mir. Blux 2, Reddy. Der hat mit zwei Leuten einen Stream gemacht, die auch von Discord kamen. So, wofür gibt's eine Abo-Box, wenn die halt nicht funktioniert? PSSDNR, hallo, moin. So, unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge, juhu. Okay. So, ein Bauprojekt geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht ihr? Ja, Geld und so. Ja, man kann jetzt Spenden sammeln für ein Projekt. Genau. Wohlgemerkt, es kann sich stets nur eine Brücke sowie ein Aufgang aktuell in Planung befinden. Okay. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Okay, gut, dann sag doch mal, worüber wolltest du denn mit mir reden? Brücke bauen, Aufgang, etwas abreißen. Ein Aufgang wäre das geil, wäre ganz geil. Brücke bauen, Aufgang bauen. Also jetzt ist es halt wirklich lächerlich, ne? Jetzt sind wir 5 Leute. Das hab ich auch noch nie, ey. Ja, moin. Ja, das ist... Ich glaube, ich stream bald auf Twitch, ey. Also, vor 2 Tagen habe ich einen Stream gemacht. Mein Haus ist fertig und so. Da waren wir 50 Leute. Jetzt sind wir 5. Okay. Okay. Brücke bauen, Aufgang bauen, abreißen. Boah, was soll ich nehmen, ey? Pius, ab heute bin ich die Geldspritze. Kann dir 1 Million geben. Junge, bist du geldgeil, ey. Hast so viel Geld. Was soll ich bauen? Eine Brücke oder einen Aufgang? Ein Aufgang wäre schon ganz geil, dass man nicht immer die Leiter haben muss, ne? Ein Aufgang. Und moin an, Skelett, guten Abend, hi. So, Aufgang bauen. Obwohl, ich habe ja so verschiedene Dinger, ne? Und da oben ist ja eh noch nichts. Ich glaube, ich nehme erstmal eine Brücke. Genauso viele wie Discord. Ja, sag ich ja, kann ich gleich auf Discord streamen. Es wird halt einfach gefühlt keinem angezeigt, ne? Also nur ein paar Leuten, die halt immer aktiv sind. Die sind da, danke euch, Leute. Aber die größten, ich habe 10.400 Abonnenten. Das kann mir keiner erklären. Dann wirf doch mal einen Blick. So, okay, machen wir das mal. So, was gibt's denn? Ach du Scheiße, wie teuer ist das denn hier, ey? Ja, moin. Ja, moin. Dir schon, hast du ein bisschen Geld für mich? Lul. Ach Gott. Ja, was nehme ich denn mal? Ich finde, um ehrlich zu sein, diese Brücken ganz schön. Eine Backsteinbrücke, nehmen wir die mal. Ja, die ist geil. Eine Backsteinbrücke, das wäre dein Wunschmodell, ja, ganz sicher. Jo. Jo. Glaubst du, per Update kommen noch andere Sachen als die Events? Ich hoffe es. Ich möchte darüber auch ein Video machen demnächst. Was mir so am Spiel gefällt und was nicht. Ich denke, ich mache das dann heute Abend für morgen oder so. Hi, hast du auch Zeitreisen gemacht? Ich habe nämlich Zeitreisen gemacht. Jo, habe ich. Damit, weil es gab da so 1-2 Tage, wo halt einfach nichts passiert ist, außer halt, dass ein Bewohner hinzugezogen ist. Deswegen, ja, habe ich. Ja, so vortrefflich, sehr schön. Dann brauchen wir nur noch einen geeigneten Bauplatz. Jo, das machst am besten du selbst und zwar mit einem praktischen Brückenplanungskit von mir. Jo, danke. Danke, danke. Ich guck mal, wie es bei anderen Leuten so läuft. Aber das hier mit YouTube aktuell ist halt lächerlich. Vor 2 Tagen war noch alles gut, aber seitdem wird halt nichts mehr angezeigt. Was soll ich machen, ey? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Okay, so, ich suche jetzt erstmal einen Ort für die Brücke, Leute. Ein Ort für die Brücke. Und zwar... Das ist eine gute Frage, wo mache ich die denn hin, ey? Kann man hier einen Weg bauen? Hier ist ein Weg. Wenn man jetzt geradeaus weitergeht, dann kommt man genau.
Wie bekommt man die... Was? Erste schnell für den Shop-Upgrade. Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, Retro-Held. Wir verheiern dich, moin. Hier will ich eigentlich keine Brücke bauen. Oder ich baue sie nach oben. Oder noch besser, ich baue sie woanders hin. Ah, ich bin so gut. Warte mal. Ich bin ein erfolgreicher Denker. Und zwar können die Brücke ja auch hier hinbauen. Ja, das ist ganz praktisch. Dann kann man da rüber gehen. Obwohl, oder wir bauen die von unten. Ah, es ist schwer. Bin mir noch nicht so einig hier. Wo wir die am besten hinbauen. Na. Hier oben wollte ich auch noch eine Brücke bauen, aber das ist ein bisschen zu nah dran, ne? Die eine und die andere. Deswegen. Der Baum könnte hier weg. Könnte man hier einen Weg bauen, direkt nach oben. Das ist vielleicht ganz gut. Und Dankeschön fürs Abonnieren an Cian Acto. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal, mein Lieber. Bist du überhaupt hier im Stream? Oder ist es ein Abo, der einfach so reinkommt? Kann auch sein. Danke auf jeden Fall trotzdem. So, ich würde sagen, wir bauen die hier hin, ne? Ich spiele gerade Animal Crossing New Horizons und gucke dabei seinen Stream. Sehr schön. Moin an epischer Killer. Danke. Und da bist du. Hallo, hole mir auch Animal Crossing New Horizons erst zum Geburtstag, wo ich genug Money habe. Hi und Dankeschön fürs Abonnieren. Moin. So, langsam kommen dann noch ein paar Leutchen. YouTube hat wohl doch ein bisschen Ehre noch. Ich würde sagen, ich baue die Brücke hier hin, weil dann kann ich hier den, hier so einen Weg bauen. Ja. Geht dann hier so nach oben, der Baum muss weg und so. Und dann kann das hier hin. Genau. Was ist jetzt los? Jetzt geht's los hier, meine lieben Freunde. Und danke schon an Retro-Held. Ach, du bist auch neu. Ja, dann willkommen auf dem Kanal, mein Lieber. Und grüß dich. So, ich würde sagen, wir bauen das ganze Ding mal hier hin. Ach, das ist ein bisschen größer. Oh. Ne, dann nochmal überlegen. Dann ein bisschen mehr nach hier. Na, ich muss mal gucken hier. Wie wir es nämlich mittig haben, das Ganze. Ja, wie gesagt, ich möchte morgen gerne mal ein neues Animal Crossing Video bringen. Und so. Damit auch mal wieder Videos kommen, ne? Weil wir hatten jetzt die letzten Tage nur Streams. Okay, so. Zur Orientierung. Damit ich weiß, wo die Mitte ist. Ah ja. Okay, so. Ja. Lustig. Nein, nicht so. Das war mittig dahin. Es ist schwer. Bauerwagen, ah ja. Okay, so, warte mal. Mal sehen. Doch, das passt. Project N, hi. Das mit den Löchern sieht gut aus. Doch, das passt. Sehr schön. Das passt. Dann haben wir jetzt unsere erste Brücke festgelegt. Sehr schön. Und dort ruft mich auch direkt hier jetzt der Nook an. Mein Nook-Phone klingelt. Hallo, Pius. Tonok hier, ja. Hast du eine gute Stelle für die Backsteinbrücke gefunden? Ja. Können wir auf deine Insel kommen? Mal gucken. Erstmal kann man durchaus machen, ja? So, wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort der Georoid spenden für den Bau sammeln. Leute, bitte spendet mir alle Geld, Dankeschön. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau im Handumdrehen beginnen. Yay. Wäre natürlich schön, wenn du selbst mit gutem Beispiel vorangehst, Pius. Sonst dauert das ewig. Ja. Der Georoid freut sich jedenfalls über jeden einzelnen gespendeten Sterni. Dann bis bald.
So, bitte spendet ihm Geld, Leute. Er würde sich sehr, sehr freuen. So, und wir reißen schon mal die Bäume aus, damit wir hier auch ein bisschen mehr Luft haben. Essen wir mal ein paar Kirschen. Ich glaube, wir müssen 3 Bäume umbauen. Genau. Pius, brauchst du noch Früchte oder Bambus? Hab alles. Nee, danke dir. Paar, ja. Aber nee, ich habe soweit auch alles, was ich brauche. Nur Geld ist immer gut. Aber Früchte und so habe ich alles. Danke dir trotzdem. So. Erster Baum, der weg muss. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Yay. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Gamer Toad, moin. Hallo. Was? Nein! Das war jetzt nicht mein Ziel. Ich bin so ein Keck. Ich habe jetzt gerade einen Stein geschrottet. Oh, Junge. Okay, zum Glück taucht denn morgen ein neuer irgendwo anders auf. Das ist ganz gut. Aber das war natürlich trotzdem jetzt nicht gewollt. Oh Mann. Pius, ich kann die Brücke ganz abbezahlen. Ja, komm mal her hier, Dishan. Ihr könnt mal die Schneiderei, indem hier öfters eine Tina hier rumcampt. Dann musst du bei ihr einkaufen und irgendwann macht sie dann eine Schneiderei auf. Jo, Gamer Toll, das weiß ich. Zum Glück. Zum Glück. Kann dir Geld geben. Ja, dann kommt gerne alle auf meine Insel. Moin auch an Grola Ortspolizei. Heini, hallo. Ich teile das Video euch mal auf Twitter, weil YouTube regelt ja irgendwie nicht. Vielleicht regelt ja Twitter. Jetzt ist auch noch mein Handy. Oh. Jetzt ist auch noch mein Handy leer hier. Muss ich es halt am PC machen, ist auch okay. Jetzt Stream. Ich habe Angst, am PC irgendwas zu machen. Nicht, dass der ganze Stream wieder abstürzt. Weil ich eben irgendwas tweete oder so. Wir kennen ja Internet und so. Ist ja alles nicht so einfach. Oh Mann. So, ich würde sagen, wir machen dann mal kurz den Lobby auf und dann könnt ihr alle mal rein joinen. Genau, und mir Geld spenden, das wäre sehr nett. So, hier ist auf jeden Fall mein Weg und dann kann man hier so lang gehen vom Park hier. Hier wird dann irgendwann ein Weg gebaut und dann direkt zur Brücke. Yay. Das ist doch optimal, oder Leute? Ich wollte 100 Euro spenden, aber ich habe keinen Roboter. Der ist verkackt. Huch. Sehr schön. Er macht ein bisschen sauber hier. Sehr schön. Oh, hi. Da ist der Pius. Ja, hi. Gib alles. Hä? Wenn man jemanden anfeuern will, sollte man dabei nicht flüstern. Willst du diese Emotion nicht auch einmal nutzen, um anderen neuen Motivation zu geben? Ui, was hast du denn zum Beispiel? Zum Beispiel so. Zeig deine Muskeln. Yay, ein neuer Emote. Ich habe die Emotion anfeuern erlernt. Los, los, los. Ja, sehr schön. Nice. Danke dir, Rudi. Du Ehrenpferd, du. Ja, hier ist mein Springbrunnen. Sehr schön, oder Leute? Und ja, gehen wir nochmal ganz kurz zu meinem Haus. Damit ihr mal seht, wie es hier so aussieht. Hier habe ich einen schönen Steinofen mit Pizza drin. Was zum Essen, Tisch. So. Ein E-Roller habe ich hier am Start. Kann man Licht anmachen, okay. Mach Licht an. Yay. Und wir gehen mal ganz kurz in mein Haus, damit ihr mein Haus heute auch mal gesehen habt. Weil wir ja den letzten Stream erst gestern Vormittag hatten. Deswegen, ja, hier mein neues Haus. Was heißt neu? Also, ne, ein bisschen geändert hier das Ganze. Fürs Protokoll. So sieht's jetzt aus. Der Kerzenständer zum Beispiel neu hier. Der goldene Kerzenständer habe ich heute gecraftet mir selber. Und ich habe jetzt ab heute ein neues Zimmer. Und ein Bild von meiner Lieblingsbewohnerin Eleonore, die ich durch die eine Custom Amiibo auf der Amiibo-Foto-Insel eingescannt habe gestern.
privat, ja. Und da habe ich jetzt ein Bild mir gekauft durch Nookmalen. Und hier hinten habe ich bisher nur ein leeres Zimmer. Hier ist bisher noch nichts eingerichtet, ja. Noch nichts dort. Genau. Wie hast du den Kleiderladen bekommen? Sie kam, nachdem ich den Nook-Laden fertig hatte, den Lepp- und Schlepp-Laden, kam Tina auf meinen Platz und hat gesagt, wenn ich öfters bei ihr einkaufe, dann kommt irgendwann der Laden. Ja, und das habe ich dann gemacht und dann kam der Laden. Oh, die Laterne ist voll schön, oder Leute? Da liegt eine Kirsche. Halt, stopp. Und moin auch an Sees. Hi. Und ja, kann ich auf deine Insel? Jo, ich mache jetzt mal meine Insel auf. Dann könnt ihr alle joinen und ein bisschen Spaß haben hier auf meiner Insel, Leute. Und ja, falls ihr den Stream noch nicht geliked habt, macht das gerne. Das unterstützt den Stream und würde mich freuen, wenn wir wenigstens ein paar Daumen hoch hinkriegen. Würde mich freuen. Genau. So, ja, ich mache hier den Bahnhof eben auf. Besucher empfangen. Genau. Ich gebe 900.000. Ja, moin. So, Online-Spiel bitte. Genau. Per Dodo-Code. So. Wir haben es dann gleich. Machst du einen Dodo-Code? Genau, mache ich. Das mache ich. Wir schaffen das. Dodo-Code erstellen. Ich lade alle ein. Das geht in Ordnung. Wir laden alle ein. Und moin an Sir Cookie. Hi. Grüß dich. Willkommen hier im Stream. Langsam fühlt sich's denn doch ein bisschen. Danke dir. So, Dodo-Code lautet JV. Ne, eben nicht. Ich poste hier mal in den Chat, Leute. So. F. L. VP. Das passt so, okay. Kann man sein Inventar erweitern? Durch ein Produkt, was du durch Nookmalen kaufen kannst. Dadurch kannst du dein Inventar zweimal um jeweils eine Reihe erweitern. Genau. Und Leute, ganz wichtig, vergisst nicht euren Mundschutz. Ne? Ist ganz wichtig. Hier auf meiner wunderschönen Insel. Oh. Ist das nicht toll? Eine wunderschöne Insel. So, Speichervorgang, sehr schön. Und jetzt kommt der erste Bewohner und zwar Dilshan. Hallo. Dilshan, was geht? Und moin an Lars 10. Hi, grüß dich. So, Dishan joint meiner Insel. Ich habe sogar Augenschutz, ja moin. NonoX2, hi. Grüß dich. Willkommen auch an dich. Und da sind wir im Anflug. Sehr schön. Und ja, jetzt können wir erstmal ein paar Minuten warten, bis alle da sind. Das kann ein bisschen dauern. Der erste ist jedenfalls jetzt da. Dishan. Sogar mit Augenschutz. Hey, Pius, eine Frage. Hi, Gamertot. Moin. Servus. Geht's dir gut? Oh, was? Ja, moin. Ist es nicht langweilig, wenn man das Geld in die Hand geschmissen bekommt? Ich bekomme ja nicht alles in die Hand geschmissen. Also jetzt, für eine Brücke habe ich damit jetzt kein Problem. Aber klar, mein Haus und so will ich selber abbezahlen, ist ja klar. Das ist ja klar. Aber jetzt für eine Brücke finde ich das nicht so wirklich schlimm, jetzt in meinen Augen. Habe ich schon immer gemacht. Und wie zum Teufel soll man an 900.000 kommen? Ja, es gibt da so einen Cheat. Den hat Dilshan, glaube ich, benutzt.
Es gibt da so ein Sheet, dass man mit einem zweiten Spieler, wenn die sich an einen Karton stellen und der eine Spieler dreht den Karton und der andere Spieler nimmt dann auf dem Karton ist dann eine Nintendo Switch und er nimmt sie dann in die Hand, also will sie mitnehmen und in dem Moment kommt das Spiel nicht drauf klar, dass der eine das untere Objekt bewegt und das obere eingesammelt wird und deswegen kann man so seine Switch-Geräte verdoppeln. Genau, so geht das. Und da die Switch sehr teuer ist, im An- und Verkauf kann man halt so schnell Geld bekommen. Ja. So geht das. Genau. Besuchst du heute auch Inseln von Besuchern? Würde mich interessieren. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich mach's ja ganz spontan heute, Leute. Ich habe mir alles erarbeitet, ja. Jetzt kommt hier Julian, er arbeitet sich alles. Ja, ein bisschen Geld, ne? Ein Sponsor für über die Brücke. Die Brücke ist ja extra dafür da, dass andere Leute das spenden können. Deswegen habe ich da jetzt kein Problem mit. Ist ja extra dafür da, ne? Sonst müsste da ja kein Spendenheini stehen, wenn ich alles alleine bezahlen muss. Aber ja, ich verstehe natürlich deinen Ansatz, Gamertaut. Das verstehe ich, ja. Aber ich habe da jetzt kein großes Problem mit. Mein Rathaus ist bald fertig. Sehr schön. Pius, nimm die 400.000 vom Boden. Jo, mache ich gleich. Kein Problem. Wir schaffen das. Streamst du morgen? Weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie die Verbindung morgens ist. Und ob YouTube endlich mal ihr Abo-Box-Problem morgen mal behoben hat. Wäre ganz nice. Das wäre ganz nice. Ja, mal gucken. So, der nächste Joint. Okay. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis wir irgendwann mal anfangen können. Weil alle erstmal nach und nach rein joinen müssen. Und danke an alle 20 Leute, die hier gerade am Start sind. Das freut mich. Hallo. Moin, moin, meine lieben Freunde. Und danke an die 28 Likes. Die 30 kriegen wir voll, oder Leute? Ich spende ja bei der Brücke. Ehre. Danke. Und da joint der Tim von Octopedia. Sehr schöner Name. Von Octopedia. Sehr schön. Wie kommen wir zu dir? Ich habe gerade einen Dodo-Code eben in den Chat gepostet. Warte mal, wo ist denn der hin? Da ist er. Aber ich denke mal, jetzt reicht's auch erstmal. Und ich mache den Steg da erstmal zu. Weil ich möchte jetzt langsam mal anfangen, ne? Ich mache aber gerne noch später eine neue Lobby auf, sozusagen. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz das hier gleich zumachen. Damit wir halt mal anfangen können, ne? Das dauert mir ein bisschen zu lang hier, das Ganze. So, Dankeschön für das Geld. Money, money, money. Jetzt kommt der Nächste. Bitte beende das Gespräch. Welches Gespräch? Ich habe mit gar keinem geredet, aber okay. Jemand kommt zu Besuch. Moin noch an Galaxy Boy, moin. Und CDI Gamer, habt ihr noch nicht gegrüßt? Hi. Ich schalte auch mal rein. Hallo. So, okay, jetzt mache ich mal zu. Hallo, lass mich bitte durch, Kollege. Kollege. Danke. So, machen wir erstmal dicht hier die Hütte. Damit wir dann mal in Ruhe ein wenig spielen können. Genau, und bitte pflückt nicht komplett meine Bäume. Also, und wenn ihr die pflückt, nehmt sie auch bitte mit, die Sachen. Das wäre ganz gut. So, jetzt machen wir erstmal dicht, damit wir mal anfangen können. Okay. Wir machen erstmal zu. Und danach machen wir gleich wieder auf. Genau. Ich will noch joinen. Okay, scheiße. Sonst eine Reaction, tut mir leid. Machen wir später, okay? Wie gesagt, wir machen dann eine zweite Lobby gleich noch auf. Ein paar Minuten. Aber erstmal möchte ich jetzt mal anfangen. Er gönnt sich meine Äpfel. Oha. Ausgerechnet dem vom Stadtbaum, Junge. Ich könnte schon wieder ausrassen. Deko. Oh, und Dishan gönnt sich gerade meine Brücke. Yay. Join the dark side of Pius. So, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert.
Ja, mein Inventar schon wieder so voll, ey, Hilfe. Hilfe. Boah, wie viel Geld ist das hier, ey? Ach du Scheiße. okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Guten Abend. Dies ist der geplante Standort für eine Backsteinbrücke, genau. Wir haben 198 Sternis gesammelt und damit unser Ziel erreicht. Alles klar. Okay. Ja, danke. Das ging ja schnell. Okay. Ein Besucher geht gleich wieder weg. Alles klar. Tschüss. Okay. Ich will New Horizons, aber hab kein Geld. Das ist belastend. Ja, dann tschüss. Ich weiß noch nicht mal, wer das war, aber... Okay, tschüss. Ja. Aber wie gesagt, Dishan, so viel Geld brauche ich gar nicht mehr. Also jetzt reicht's mir langsam auch. Hab erstmal genug. Jetzt haben wir erstmal die Brücke voll. Ich glaube, da ist der Nook sehr fröhlich drüber, ja. Ja. Dann soll man mir aber auch bei meiner Brücke helfen. Ja. Elin, hi. Ja, ich kann ein bisschen auch Geld euch noch schenken. Die sie ein bisschen brauchen. Bin ja jetzt Millionär, Kappa. Junge, wie viel ist das hier? Hier liege ich einfach mal 400.000 Euro rum, man kennt ihn. Ja, wie gesagt, da kann ich ein bisschen was spenden. Eine kleine Donation, Leute. An euch, ja. Wer braucht ein bisschen Geld? Wo sind die jetzt überhaupt alle hin? Wo seid ihr alle? Hallo? Bin ich blöd? Sind die alle abgehauen? Verbindung abbruch, was echt jetzt? Na, aber nicht. Alle wieder weg hier, okay, ja moin. Ja moin. Ich habe ja gesagt, Disha wird Investor auf Toad Island, ja. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was der Nook jetzt sagen tut hier. Ob der begeistert ist oder nicht. Wir gucken da mal rein, ins krasse Rathaus. Pius, eine Frage, kann ich meinen Inselcode reinschicken für ein Social Experiment? Keine Ahnung. Was willst du machen? Kannst du auch auf Discord machen. Keine Ahnung. So, hallo Nook. Pius, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung, ja moin. Was ist auf dem Herzen? Die Brücke ist fertig. Lass uns reden, wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hättest du im Sinn? Ja. Ich sagte, bau ab. Ja, bestimmt nicht. Aber wenn nur einer Geld droppt, wird er gekickt. Ein gelber Tod ist ja ziemlich hart hier. Er will wohl kein Geld. Okay, so. Joa, Melinda macht ein bisschen sauber. Sie wedelt den Staub in die Luft. Sehr schön. Ist hier was drin? Nö. Okay, dann halt nicht. Ja, ich mach nochmal die Grenzen auf, ja. Joint alle rein, meine lieben Freunde. Ich mach die Grenzen auf. Wow, warte mal. War das gerade eine Spinne? Die brauche ich. Spinne. Spinne. Spinne, ganz ruhig. Nein! Nein! Die Spinne hat mich gekillt, Leute. Zum, ja, 10. Mal gefühlt. Oh, nee. Das war mal wieder 6.000 Euro, die weg sind. Mano. Belastend. Meine 6.000 Euro, Leute, belastend. Pius, glaubst du, dass morgen eine Nintendo Direct angekündigt wird? Ja, glaube ich dran. Deswegen rechne ich morgen auch damit, dass sie kommt. Und hätte ich nicht gerade Internetprobleme, würde ich sowas von abgeben mit Streams und so, ne? Aber nö. Ich würde jeden Tag so einen langen Stream machen. Und ich würde morgen Direct gerade Stream machen, aber es klappt ja mit dem Internet nicht so geil. Es geht einigermaßen über mobile Daten, wie gesagt, ne? Nicht mal über DSL, ne? Sondern über mobile Daten vom Handy. Dafür liegt mein Handy auf dem Balkon und ich streame über ein offenes Fenster, damit ich überhaupt Empfang habe. Das sind die Zustände, das glaubt ihr gar nicht.
Mehr dazu im Sweep-Video heute, ja. Heute kam ein Sweep-Video. Und so. Da habe ich das ein bisschen mehr erläutert. Okay, so, ich würde sagen, wir machen mal hier wieder den Bahnhof hier, Flughafen auf, ja. Pius hat 400k gegeben und weit wegen 6k. Ja, 6k sind 6k, ne? Wer den Euro nicht ehrt, ist die Million nicht wert. Ja. Nein, ich will keine 2,5 Millionen. Dir stand, das reicht mir immer noch. So, ich möchte jemanden empfangen. Genau. Online-Spiel, bitte. Morgen wieder halb. Wie gesagt, ob das Ganze klappen tut. Aber ich hätte schon Lust, ne? Schaut mal in Gamechat auf Discord. Ne, ich nicht. Ich bin froh, dass das jetzt hier läuft. Ich mache bestimmt keinen weiteren Dienst an, welches Internet verbraucht. Bestimmt nicht. Heute nicht, Gamertod. Ich möchte per Dodo-Code alle einladen, ja. Und zwar alle sind willkommen. Alle sind willkommen, meine lieben Freunde, ja. Ja, bitte alle einladen, ja. Er macht den Steg auf. Sehr schön. Okay. Nein! Jetzt habe ich selber nicht mehr hingeguckt. Oh nein! Ach, ich kann auf Discord hier auch immer mit einem Stream gucken. Warte mal. Da steht er ja gleich. Oh, wieso wird er auch nicht dauerhaft eingeblendet? Ist doch so dumm. Ja, wie ist denn der? Wie heißt denn der? Ja, okay, okay. Habe ich schon vergessen, einfach den Dodo-Code. Okay, der Dodo-Code lautet 2DVKL. 2DVKL, okay. So. Das ist der aktuelle Dodo-Code, ja. Dann könnt ihr euch mal meine Insel angucken. Am besten auch Leute, die noch nie hier drauf waren, die können auch mal gucken. Und wer ist denn da immer im Garten? Hallo? Sag mal. Wer ist denn da immer im Garten? Wofür baue ich eigentlich Zäune, wenn die trotzdem alle immer im Garten hocken? Was soll denn das, ey? Da sieht man, dass Toad Davis kein guter Anbieter ist. Ja, es liegt an der Leitung der Telekom irgendwie. Dass das nicht so ganz funktioniert, leider. Dass wir da immer noch Probleme haben, leider. Ja. Das ist ein wenig belastend. Leider, leider. Ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass es jetzt hier einigermaßen funktioniert heute. Und bin auch, freue mich auch über jeden, der hier heute am Start ist. Moin, moin. Standbild, what? Sollte eigentlich sein. Auf jeden Fall danke an jeden, der hier heute am Start ist und der einen Daumen hoch da lässt. Und an jeden, der hier den Kanal abonniert hat und die Glocke aktiviert hat. Gerade jetzt aktuell, Leute, ist es sehr wichtig, dass man die Glocke halt wirklich aktiviert, weil YouTube hat aktuell so immense Probleme mit der Abo-Box. Das ist hier echt nicht mehr zu fassen. Ja. So. Wir haben den ersten von Malediven. Ah ja. Mit einer Krone. Der gönnt sich ja richtig. Handy aus. Handy aus? Wie Handy aus? Geht nicht. Was geht nicht? Du kannst nicht joinen, oder was? Ja, mal abwarten, mal abwarten. Mal abwarten, was hier so passieren wird. Ich bin da sehr gespannt. So, nächster Bewohner ist Dishan. Moin. Moin, moin. Warum benutzt du keine Capture Card, wenn OBS nicht läuft? Was? Warum benutzt du keine Capture Card, wenn OBS nicht läuft? Was meinst du damit jetzt, siehst? Also jetzt aktuell läuft der OBS einigermaßen. Alles grün soweit. Und was meinst du jetzt mit Capture Card? Also ich habe ja jetzt hier die Switch an der Capture Card angeschlossen, das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber ich... Aber, ne, mit der Capture Card streame ich ja nicht. Ich streame mit OBS. Ja, und was meinst du mit nee jetzt, Tim? Kannst du nicht joinen? Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da joinen aktuell wieder so einige. Deswegen gibt es da ein paar Probleme, ja. So, hallo, meine lieben Freunde. Ihr müsst alle hier warten, bis sie alle da sind. Hallo, moin. So,
Kann ich bei 51% deiner Insel ab was? Kann ich 51% deiner Insel abkaufen? Immer diese Investoren, ey. Immer diese Investoren hier, ey. Und moin an irgendwer. Hi, grüß dich. Willkommen im Stream. Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und munter. Das wäre wunderbar. Genau. Das wäre fantastisch. Für alle. Genau. Ja. Und sonst so, Leute, geht's euch gut? Achso, bin blöd. Bin auf dem Weg. Sehr schön, Tobias. Hi erstmal. Ich komme nicht rein. Das ist belastend. Ich glaube, die Lobby ist voll. Das kann sein. Wir müssen mal abwarten jetzt hier. Wir gucken mal, was so passiert, ja. Fun Fact: Wenn man eine volle Insel besuchen will, sieht man ein Bild von Don Rosetti. Was? Echt? Okay, habe ich noch nie gesehen. Kannst du mal ein Bild schicken auf Twitter oder so? Würde mich mal, oder auf Discord, würde mich mal interessieren. Das wäre mal ganz geil zu sehen, ja. So, der nächste Besucher kommt. Das kann dauern. Es können nicht immer alle joinen, genau. Und ich denke mal, wir machen jetzt eine Lobby auf, wo ihr mir so ein paar Sachen geben könnt, was ihr mir so schenken wollt und so. Oder einmal kurz von der Insel angucken. Und dann möchte ich mal ein bisschen eure Inseln angucken, genau. Genau. Ich komme wieder, alles klar. Und moin erstmal an dich, Lukuku. Ah, hier ist er ja schon. Luku Island. Sehr schön. Im Anflug ist er gleich. Pius, kannst du mir helfen? Für meine Insel brauche 3-Sterne-Bewertungen. Ich habe noch keine Ahnung von diesen 3-Sterne-Bewertungen. Habe ich noch nichts mitgemacht. Deswegen kann ich dir da Stand jetzt nicht helfen. Weil ich nicht weiß, was das genau ist. Ich weiß nur, dass es das irgendwie geben wird, aber was das genau ist, das weiß ich gerade nicht. Mr. Putty, auch moin an dich hier. Hi. Wir sind in Quarantäne, Dishan. Du bist in Quarantäne, Gamertoad. Ja gut, du bist ja eh so einer, der oft mal reisen tut. Oder was meinst du jetzt mit Quarantäne? Wie öffnest du dieses Schnellmenü für die Werkzeuge? Auch das ist eine Erweiterung durch die Nook-Meilen. Ja, einfach mal gucken, dann gibt es so einige coole Sachen, die du da kaufen kannst, wenn du ein paar Tage gespielt hast. So, wir sind jetzt 5 Leute, das reicht mir eigentlich schon. Aber nein, es kommt mal ein Sechster, okay. Dann wirst du noch ein bisschen warten. Gerade nicht, bin auf einer Maieninsel. Ja, viel Spaß dort. Muss meine Insel verschönern, ja, das ist immer wichtig. Damit sie einen guten Eindruck macht, ne, ja. Der erste Eindruck zählt, ja. Genau. So, der nächste Passagier ist Tim aus Octopedia. Willkommen zurück. Welcome back, ja, hallo. Hallo. Wir wären eigentlich nach Thailand geflogen in der Woche, aber man darf nicht raus. Nach Thailand, ja, da war es ja schon 100 Mal, ey, Junge. Und ja, dass man jetzt aktuell da nicht hin fliegen sollte, allgemein und wohin fliegen, das ist klar. Einfach zu Hause hocken, wie ich. Ja? Einfach zu Hause hocken und das schöne Wetter genießen. Das Wetter ist heute geil gewesen, wie eigentlich auch gestern und allgemein die ganzen Tage. Wetter ist immer gut gewesen. Sehr angenehm, ja. Niemand darf mehr verreisen. Ja, ganz Europa ja nicht mehr. Ganz Europa. Nicht nur Österreich, nicht nur Deutschland. Ganz Europa hat ein Ausreiseverbot. Jo. So ist es. Okay, so, dann können wir jetzt anfangen. Ich bin wieder da. Ja, moin, zurück hier. Ja, Leute. Hier genießt meinen Springbrunnen. Welcome back hier. Guten Tag. Jemand kommt zu Besuch. Okay. Alles klar. Alles klar. Joa war, glaube ich, zu oft in Spanien. Ui. In allen deutschsprachigen Ländern ist, soweit ich weiß, Ausgangssperre. Was heißt in deutschsprachigen? Überall. Europa. Überall ist dicht. So viele deutschsprachige Länder gibt es ja auch nicht. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, das auch, klar, aber ich weiß gar nicht, was für eine Sprache hat Belgien? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, was sie in Belgien und Luxemburg für eine Sprache haben. Entweder Französisch,
Oder Deutsch. Oder beides. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Gerhard heute ist am Weiden. Tja, dann Weiden doch. Brauchst du ein Taschentuch? Gibt's bald auch nicht mehr. Musst du mal ganz schnell welche kaufen gehen. Damit du noch welche bekommst. Also wie Klopapier. Alles ausverkauft. So, der nächste Bewohner ist da. Und zwar Kilian von Alola. Ah ja. Pokémon-Name. Ah ja. Wie erhalte ich das Wegetue? Das weiß ich bisher auch noch nicht. Habe ich erst, nämlich ich habe es auch noch nicht. So, sind wir jetzt alle da? Hallo. Willkommen auf meiner Insel. Bitte kaufen Sie alle bei mir ein. Bitte gehen Sie alle zum Lab- und Schleppladen und kaufen Sie ein. Wo gehen da hin? Alle bitte einkaufen gehen. Die lokale Wirtschaft ankurbeln, ja. Okay, der eine geht erstmal ins Museum, macht das. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier. Hier ist mein Haus, Leute, ja. Hier ist mein Haus. Gönnt euch mein Haus. Willkommen im Haus, ja, ja. Servus. Ich mache erstmal ein bisschen Sport. Komm ab, Jus. Okay, ich komme. Und ja, wenn ihr irgendwelche Geschenke habt, dann gibt's mir gerne. Aber nicht unbedingt nur Geld, sondern auch gerne mal etwas anderes wie irgendein Special Item oder so. Nicht, muss nicht unbedingt Geld sein, weil ja, ich habe gerade genug Geld bekommen von Dishan. Danke an dich. Gerne irgendwelche random Items, die ihr nicht haben wollt oder so. Haut sie gerne mal rein oder so. Ja. Oh Mann, du bist weit. Ja, aber es gibt Leute, die noch deutlich weiter sind. Weil mir fehlen noch die Wege. Mir fehlen noch die, dieses Veränderungstool. Also mir fehlt noch einiges hier. Ja. Noch einiges. Bei mir nicht. Ich darf nach draußen, sollte aber besser nicht. Ja. Nur für wichtige Sachen heute rausgehen. So eine Mischung aus Deutsch und Französisch. Ja, glaube ich auch. In Belgien spricht man Französisch. Okay. Ich frage mich, wie ich meine Insel nenne. Wo? Kannst du ja Galaxy Island nennen. Bin kreativ. Schade, komm einfach nicht rein. Das ist doof. Aber wie gesagt, ich kann deine Insel gerne mal besuchen kommen. Später. Ja. Und da kommt Linky Boy von Shiny Town. Ja, geht's euch gut soweit, Leute? Ich hätte gerne einfach mal wieder Internet. Und zwar Internet, was ich benutzen kann. Weil, ja, auf Dauer mit mobilen Daten streamen, dabei das Fenster offen haben, dabei das Handy auf dem Balkon haben. Ja, es geht besser, ne? Es geht angenehmer, auf jeden Fall. Moin, hallo. Wir können mal ein Bild machen. Geht mal alle an den Springbrunnen. Geht mal alle daran. Wir können mal ein Gruppenbild machen. Ein Gruppenbild. Ein Gruppenbild am Springbrunnen, Leute. Schaffen wir das? Alle so in der Rundung rumgehen. Aber so am besten im Halbkreis, dass man da alle noch sieht. Am besten im Halbkreis. Geht mal ein bisschen weiter nach vorne da. Ja, genau. Okay. Schaffen wir das? Kriegen wir das hin? Na, am besten nach die unten sind, noch nach links gehen. Nach links. Links. Genau. Einer noch. Und der andere einmal umdrehen. So. Wunderschön. Jetzt brauche ich noch ein Emote, warte. Ein wunderschönes Bild. Wo bin ich überhaupt? Ah, ich bin der Island-Typ. Okay, ja, sehr schön. Okay, so. Ja, hier ist mein Stadtplatz, ne? Hier ist eine Ente, die ist süß. Yay. Ja, hier ist der Modeladen. Gehen wir da mal rein. Oder auch nicht. Aber jetzt gleich, warte, Leute. Wir schaffen das. So. Nope, kein Doodle-Code. Was? Okay, so. Hallo. Hallo, Tina. Moin. Hallo. Fast alles, was wir hier verkaufen, fertigt meine Schwester Sina eigentlich an. Weil ich mache eigentlich gar nichts den ganzen Tag. Okay. Ihr seid schlechte Vorbilder, wir bleiben zu Hause. Ja, aber nicht in Animal Crossing Horizons. So, wir gehen mal in den Umkleideraum, weil dort haben wir eine große Auswahl an Kleidung. Ui, Arbeitsschürze.
Ja, moin. Was gibt's hier so? Schleifen gibt's hier, ein paar Brillen. Was ist das denn, ey? Nachtsichtbrille, ja, moin. Mhm. Die nagelneuen Sneakers, ja. Sehr schön. Ja, was nehmen wir denn mal hier Schönes? 7/8 Hose, aha. Ein paar Pullovers gibt's hier. Nehmen wir so eine Arbeitsschürze. Genau. Ist ganz nett. Und so eine schwarze Hose. Und eine weiße. Ja, kaufen wir mal ein. Schau, über 30 Likes schon. Danke, danke. Ich bin einfach in ihm drin. Ja, moin. Du siehst großartig aus. Danke für deinen Einkauf. Danke. Was du vorher anhattest, schicke ich dir per Post an dein Lager nach Hause. Was? Okay, mach das. So, alle einkaufen hier, Leute. Kauft den Laden leer. Hashtag wir bleiben zu Hause. Aber nicht in Animal Crossing New Horizons. Hier gehen wir alle raus. Gehen wir da hinten an diesen Terminal da ran. Was ist das denn hier? Das Design-Tauschterminal kann nicht genutzt werden, während Netzwerkfunktionen aktiv sind. Okay. Hat jemand Vogelspinne? Ich habe die gestern an Eugen abgegeben, eine. Ja. Ich glaube, deine Insel ist voll. Jo, die ist schon relativ voll, ja. Mit Leuten und so. Habt ihr was Teures? Ein Dish in der Gate, geile. Das war zweideutig. Ah ja. Ja. Wir waren in... Ich war in ihm drin. Ja, sehr schön. Okay, sie führt gerade einen Dialog. Du bist in ihm drin. Das klingt sehr falsch. So eine Tatsache. Ja, und sonst so hat er jetzt hier nichts Krasses. Oder besser gesagt, sie haben jetzt nichts Krasses. Nee. Hallo. Huch, entschuldige, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Okay, ja dann. Störe ich dir nicht weiter. Tschüss. Ich glaube, ich kann nicht mehr bei der Insel, weil die voll ist. Jo, erstmal ist die aktuell voll. Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Hallo. Habt ihr Geschenke an mich? Wenn ihr irgendwelche Geschenke habt, dann gebt sie mir jetzt. Einfach hier hinlegen. Wenn ihr irgendwelche Geschenke habt, dann haut mal rein. Ich warte hier mal und guck mal, ob hier irgendwas passiert. Genau. Tina redet mit sich selber, lul. Ja. Hat wer noch Erz von euch? Ja, wie viel brauchst du denn? Wie viel Geld habe ich hier bitte? Ja, moin, ich habe gar keinen Platz mehr hier, ey. Alles voll. Ein paar Bäume schleppe ich mit mir rum. Holz. Ich habe mir Rüben gekauft gestern am Sonntag und... Ja, eine... Oh, eine Cap. Ah ja, ein anderer nimmt sie mit. Oh, alles klar. Du Ehrloser. Ich bin hier so voll, ey. Ein Fossil. Brauchst du keine Fossile? Okay. Warte mal, müssen wir mal kurz die Blume platzieren oder so. Oder hier die Kirschen. Können wir, oder warte mal. Nee, nehmen wir mal. Hier die Blumen. Können wir ablegen. So, ein Fossil, danke. Sehr schön. Hat jemand ein Kimono? Auch ein. Was ist das denn? Was ist das denn, ey? Was beklaust du mich? Ach, das willst du wieder haben. Ja gut, dann hier. Hier ist es zurück. Wie viel Geld ist das denn schon wieder hier? Noch mehr Geld, Hilfe. Ich werde mit Geld überschwemmt, Leute. Ich habe noch nicht mal das Museum gebaut. Oha. Na, ich habe jetzt hier die Schneiderei. Yay. Der kleine Nepp- und Schleppladen ist am Start. Yay. Und mein Rathaus. Und ich suche mal kurz eine sehr liebe Bewohnerin. Warte mal. Ja. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Okay.
ja, wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz eine ganz liebe Bewohnerin, Leute. Folgt mir mal. Und zwar ist sie hier. Oder auch nicht. Wo ist denn unsere Trita? Ah, da bist du. Hi. Die ist mega süß. Sie kam auf meine Insel. Die haben wir nämlich auf der einsamen Insel eingeladen. Wenn ihr wisst, wenn ihr im Stream dabei wart, dann wisst ihr es noch. Selbst auf einem kleinen Spaziergang kann man eine Menge entdecken. Nussi. Oder die ist so süß mit ihrem Nussi. Ich finde die so süß. Hallo Tenno Gamer. Hi. Wie ich hörte, haben wir heute Besuch von außerhalb. Ja, großes Treffen hier. Ist es arg schlimm, dass ich mich auf ein bisschen Klatsch von einer anderen Insel freue? Ah, du bist so süß, Nussi. Nussi, Trita heißt sie. Trita. Eine sehr süße. Und wo rennst du hin, Kollege? Boom, neue Klamotten. Ja, optimal. Er war einkaufen bei Kick. Der Kollege war bei Kick. Hat sich jetzt neue Klamotten gekauft. Sehr schön. Wo bist du, Pius? Ich bin jetzt hier bei der Schnellerei. 10 Karten für dich, danke. Ich habe so viel Geld, ey, Hilfe. Folgt Pius in den Bekursungen auf Twitter, genau. Link zum Twitter-Account jetzt im Chat. Folgt mir gerade gerne. Lasst doch mal bei fortgeschrittenen Spielstand mal so ein Fußballturnier mit den Fußballtoren in Animal Crossing New Horizons spielen oder irgendwas anderen Wettbewerb veranstalten. Ja, aber man kann den Fußball ja leider nicht bewegen, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nap und Schlepp laden wird nach circa 100 erweitert. Okay, gut zu wissen. Gamertoad, danke dir. Ist es schlimm, wenn man noch keine Wege und so hat? Nö, ich habe ja auch noch keine, wie du siehst. Weil das sind hier nur Designs. Das sind keine offiziellen Wege, das sind nur Designs, die ich auf den Boden gemacht habe, wie in Animal Crossing New Leaf. Das sind keine richtigen Wege. So, ich würde sagen, wir haben jetzt hier so ein bisschen, konntet ihr meine Insel so ein bisschen sehen, nach ein paar Tagen. Hier mein krasses Stadtlogo und so, ne? Wie findest du mein Hemd, Pius? Warte mal, wo bist denn du? Linky Boy, hier. Bist du das? Ein Triforce, ja moin. Ja moin, ja sehr schön, stylisch, ja. Stylisch. Und Dishan, hast du jetzt ernsthaft eine Krone geklaut? Dishan, gib die Krone her. Cool, ne? Ja. Aber er hat doch eine Krone, oder wer bist du? Oder wer bist du hier? Ich weiß es gerade selber nicht, ey. Ah, ja, da kommt erstmal meine Oma rein und nervt mich. Sehr gut. Habt euch gut amüsiert hier. Yay. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf meine Insel. Nicht auf meine Insel, sondern ich besuche jetzt mal eure Inseln, ja. Ich besuche eure Inseln. Weil so viel kann man ja leider auch nicht machen. Kommst du jetzt Leute besuchen? Genau. Das machen wir jetzt mal. So viel kann man ja leider eh nicht machen auf der eigenen Insel mit Besuchern.
es gibt ja keine Minispielsinne. Die war ja anscheinend nicht mehr im Budget drin oder so. Pierce, deine Zeit- und Datumangabe funktioniert nicht richtig. Ja, hab mir einen Tag verschoben. Damit halt heute die Schneiderei öffnet und halt das Rathaus. Genau. Tschüss. So. Okay. Mein Inventar ist so voll. Ich muss erstmal ein paar Sachen ablegen. Damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Kannst du auf meine Insel? Ich wollte mal gerne erstmal auf die Insel von Dom 10 Reactions. Und dann sehen wir weiter. So. Erstmal ein bisschen Geld hier ablegen. Müssen wir ja nicht alles mitnehmen. Kann ich Bäume eigentlich auch ablegen? Nee, das geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Ja. Gut, hab wieder ein bisschen Platz. Okay. So, dann deine Reactions. Machst du denn erstmal deine Insel mal auf? Dann kann ich die mir mal angucken. Und so, ja. Ich habe richtig viel designt. Ui, sehr schön. So, ab zum Flughafen. Hallo. So, einmal bitte reisen. Mit Fliegen, genau. Genau, genau. Ja, kein Meilen-Ticket, bitte. Ich möchte jemanden besuchen. Und einmal bitte online. Alles klar, jo. Pius, da gibt's nichts Besonderes, nur eine Sphinx. Ja gut, also soll ich dich nicht besuchen. Okay. Okay. Hab das Baufeature und Wegefreistand. Oha, ja, das ist ja krass. Wie schaltet man die Wege frei? Dauert das noch lange? Weil ich habe ja jetzt das Rathaus und so. Wäre mal ganz gut zu wissen, ob das noch lange dauert oder nicht. Freundesliste. Suche nach Inseln läuft. Okay. So, gucken wir mal, ob jemand was offen hat. Wursthafen Felix. Beides sagt mir jetzt einfach mal gar nichts hier. Deswegen, ja. Am besten sagt ihr mal, wie ihr hier auf dem Spiel heißt. Damit ich euch dann finde. Am besten macht ihr Freundesliste an, wenn ihr mich auf der Freundesliste habt. Und dann gucken wir mal. Weil die Namen sagen wir bisher gar nichts. Oder wir machen per Dodo-Code, ist auch okay. Ist auch okay. Ja, wir können auch per Dodo-Tod machen, ist auch okay. Nein, ich wollte... Oh, jetzt muss er mich wieder voll labern. Ich würde sagen, wir gehen mal als erstes zu Tim. Mit Fliegen, genau. Ja, laber nicht. Wir besuchen mal jemanden. Ich bin Felix. Ah, okay, auch gut zu wissen. Wir gehen mal erstmal zu Tim. Gucken wir mal rein da. Was da so abgeht. Hoffentlich geht da was ab. Gucken uns mal das Haus an von ihm. Und dann sehen wir weiter. Und moin an Instama. Hallo. Moin, moin. Ich grüß dich. Willkommen im Stream. Und ja, falls euch das ein bisschen gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like da lassen, wenn ihr wollt. Und den Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Das unterstützt beides den Stream. Und mich freut's. ja, Dodo Code. Genau. Und jetzt einmal von Tim. Der Dodo Code von ihm lautet G3XH2. Mhm. Meine Insel ist asiatisch angehaucht und es gibt sehr viel Bambus und habe dieses Bilder-Tool, habe Wege verlegt und eine Burg. Oha, das klingt sehr schön, Nono. Da habe ich direkt Lust, mir das auch mal anzugucken. Deswegen notiere ich mir mal deinen Dodo-Code schon mal in die Notizen hier. Mal Windows. Ja, wir besuchen auf jeden Fall heute ein paar Inseln, aber natürlich schaffen wir nicht jede und natürlich wird das nicht der letzte Stream sein, wo ich eure Insel besuche, ne? Demnächst mal wieder. Und beim Morgen und so.
Oder sagen wir mal so, ich möchte natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung bringen, nicht nur Animal Crossing. Ich habe auch Leute hier, die kein Animal Crossing mögen. Auch für die möchte ich demnächst natürlich wieder Content bieten, das nicht Animal Crossing ist, ne? Deswegen, ja. Genau. Da will ich natürlich auch ein bisschen Content bieten und so. Wisst ihr Bescheid und so. So, wir kommen angeflogen, Leute. Yay. Auf die Insel von Tim. Abgeschickt. Was hast du geschickt? Also, moin. Hallo. Wie jemand kommt zu Besuch. Oh, nö. Oh, bitte mach den Tower gleich zu. Ich will jetzt nicht, dass wieder 50 Leute kommen. Ich will einfach nur die Inseln angucken. Dann bin ich durch. Oh. Leute, bitte joint mir nicht nach bei den Inseln. Das wäre ganz gut. Das wäre, ja, ganz gut. Dann kommen wir ein bisschen schneller durch. Mit dem Ganzen, ja. Ja, Pius, ich hab auch Wege, ja, weiß ich. Witze nach Konoha. Es gibt Deluxe-Merch, oha. Stopp mal mit dem Dodo-Codes. Genau, jetzt haben wir erstmal genug Dodo-Codes, Leute. Jetzt habe ich mir erstmal einen notiert gleich für die nächste Insel, für den nächsten Inselbesuch. Erstmal jetzt abwarten und Tee trinken. Ja, ja. Wir trinken jetzt alle Tee, Leute. Ja. Wir trinken alle Tee. Wie beim Haus, da habe ich ja so eine Teekanne stehen. Ja. So. What the fuck? Wie sieht sie denn aus? Ja, moin. Ja, moin. Wie bekommt man Wege? Das weiß ich Stand jetzt auch nicht. Keine Ahnung, du. So, oh nein. Wir jointen da jetzt alles nach. Ich will doch einfach nur kurz in 5 Minuten die Insel angucken. Und nicht 10 Minuten jetzt warten. Oh, dieser Online-Modus macht mich fertig, ey. Wieso muss man jedes Mal warten? Wieso kann der nicht einfach joinen? Und man spielt einfach weiter. Wann wird sowas möglich sein? In 20 Jahren? Das sind so die Fragen. Die sind mir einfach unerklärlich. Ja. Darauf erstmal ein bisschen Wasser. Prost. Schließ den Tower, ja bitte. Wer auch immer das hier? Tim, bitte mach den Tower aus hier. Zu. Nicht aus, sondern zu. Das wäre ganz praktisch. Naja, Code. Erstmal brauche ich keinen Code. Ich habe jetzt noch gleich eine weitere Insel auf meiner Liste und danach frage ich nach weiteren Codes. Erstmal ist gut. Erstmal ist gut. Das schmerzt. Ja, vor allem, weil ich ja nur kurz gucken will eigentlich. Jetzt nicht so 100 Jahre rumspielen möchte. Ja. Deswegen schmerzt es schon ein bisschen. So, jetzt ist aber gut hier. Tim, bitte mach das hier aus. Okay, so. Wir gucken uns ein bisschen um hier. Ui, viele Blumen auf jeden Fall. Ich möchte erstmal in den Laden gehen. Und mir die heutigen Angebote angucken. Genau. So. Einmal in den Laden, bitte. Das wäre ganz schön. Wege bekommt man von Tom Nook, wenn man das Rathaus hat und die KK-Mission macht. Ah, okay. König Bowser, hi. Ui. Der Globus ist geil, den nehme ich mit. Der Globus ist geil. Der ist nice. Was ist das hier? Ein Lernstuhl, ach, den habe ich auch schon. Nee. Und moin an Tic-Tac-Toad. Oh, ja, moin. Hi, grüß dich. Genauso wie König Bowser, hi. So, was ist das hier? Oh, jetzt geht der wieder weg, ey. Ich raste aus.
Ja, moin. Hä? Ja, also bitte fürs nächste Mal. Was macht der Timer da? Heimlich verschwunden, ah ja. Was ist denn jetzt hier los? Auf meiner Insel bitte kein Caps, genau wie Gamertot gerade sagt, genau. Du musst deine Stadt verschönern und 10 Bewohner bekommen. Dann kommt der Weg. Es gibt 10 Bewohner? Ich dachte, man kann nur 8 haben. Kann man mehr als 8 haben? Bitte klärt mich da mal ein bisschen im Chat auf. Wie bekomme ich neue Bewohner? Durch die Minispielinsel oder dadurch, dass du, wenn du den Campingplatz hast, kannst du... What the fuck? Wenn du einen Campingplatz hast, kannst du dadurch, durch Amiibo-Karten neue Bewohner einladen oder einfach abwarten. Irgendwann sollten immer welche kommen. Von wem ist das die Insel von Tim CST? So, jetzt würde ich noch gerne ein bisschen einkaufen hier. Und eventuell meine Rüben verkaufen. Das wäre ganz... Und lieber Fabi, wie gesagt, ich brauche jetzt aktuell keinen Dodo-Code, da ich jetzt gerade auf einer Insel bin. So, ja, was ist das denn jetzt hier? So ein Servierwagen, ne? Genau. Der ist ganz geil, den nehme ich mal mit. Der ist ganz geil. Ja, ich habe 10 Bewohner. Oh, das ist ja nice. Das wusste ich noch gar nicht. Wieder was gelernt von euch. Deswegen streamt man. Aber immer wieder was Neues lernt, sieht und erfährt. Lernt, sieht und erfährt. Aber das passt schon, passt schon. So, ich würde gerne meine Rüben verkaufen. Ich habe sie für 98 gekauft gestern. Der bietet mir jetzt 62. Willst du mich forschen? Darf ich kommen? Jetzt gerade nicht, weil wir gerade auf einer Insel von Tim sind. Und ja, da möchte ich jetzt mich nicht so lange aufhalten. Sondern einfach nur ein bisschen gucken. Genau. So, ja, sehr schön hier. Wir haben einen Globus gekauft und einen Servierwagen. Das hat sich doch gelohnt, oder Leute? Das war ein sinnvoller Kauf. So, und jetzt möchte ich gerne mal in sein Haus gehen. Genau. In sein Haus. Wo haben wir das denn? Ah, da unten ist es. Oh, schöner Zaun hier mit dem Garten. Ja, ja, ja. Und zwei Tische. Okay, zwei Bauklotztische. Mhm. Mhm. Eine Werkbank. Und hier hat er eine Fußmatte. Mit so einem Standarddesign, glaube ich. Ich weiß auch, falls jemand kommen will. Okay, okay. Okay. Alles klar. Die Werkbank im Haus. Okay, es ist vielleicht nicht so hübsch, aber... Naja. Eine Lampe, okay. Ein Tennis-Switch. Und ein ein ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sehr schön. Ja? Noch sehr, nicht so viel eingerichtet bisher, aber durchaus ganz nett. Gerade das ABC, das war ganz nice. Hier ist ein Strand und hier ist ein Item. Aber ich klaue ja keinen, ich bin ja nicht so ehrenlos. Jedenfalls unten am Strand liegt eine neue Flaschenpost für dich. Gönn dir. Ja, meine Oma will auf jeden Fall heute dauernd irgendwas von mir. Omi, lass mich in Ruhe. So, wir reisen erstmal wieder zurück. Und dann nehme ich die nächste Insel, ja. Mach's einfach so, es geht schneller. So. Muss ich nicht mit dem Typen talken.
Sieh's. Alphabet mit Pius, genau. A, B, C, aus mein C tut weh. Ja, tschüss, Dodo. Hau rein. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Genau. Ja, und falls jemand neu sein wollte, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren. Weil ich abonniere jetzt meinen eigenen Kanal, Kappa. Aber mein Handy hat auch keinen Akku mehr, das alte hier. Und das neue liegt draußen auf dem Balkon und ist mein heutiges DSL-Modem. Man kennt ihn. Und Mon an Lukas64, hi. Grüß dich. Kann mir jemand Geld klonen? Geld klonen, der immer diese Geldgeilen hier. So, oh, meine Insel sieht schon ganz schön aus, oder Leute? Ich finde meine Insel schon ganz schön bisher, muss ich sagen. Schon sehr nice, ja. Schon sehr, sehr nice. Finde ich. Bisher. Oder? Ist das schon ganz schön, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen auf die nächste Insel. Genau. Mein Haus ist schick dekoriert. Sehr gut. Spielt noch jemand Animal Crossing New Leaf? Aktuell wohl eher weniger. So, moin. Ich möchte auf die nächste Insel. Auf die nächste Insel. Und zwar möchte ich jetzt auf die Insel von... Ich habe die mir schon notiert, deswegen müsst ihr gar keine schicken jetzt. Und zwar habe ich, wenn die noch offen ist, wollte ich jetzt einmal auf die Insel von Nono oder was, glaube ich. Ich glaube, es war Nono. Den hatte ich ihm schon versprochen. Wenn sein Code denn noch funktioniert, das werden wir gleich sehen. Gamertod möchte auch, okay, habe ich vernommen. Deine Insel ist beautiful, sehr schön. So, per Dodo-Code, bitte, ja. So, und jetzt haben wir hier 5, nee, stopp, 5, N, 5, K, N. Sehr schön. Darf man jetzt kommen? Nee, ich suche gerade andere Bowser, deswegen gerade nicht. Ich spiele auch noch eine Leaf. Oha. Weil du noch warten tust auf den neuen Teil oder weil du den neuen Teil dir gar nicht kaufen willst? Naja. Ich bin sehr gespannt, wie die Insel von Nono so aussieht. Ganz wichtig natürlich mit Mundschutz, ne? Ganz wichtig. Man muss ja hier mit Vorsichtsmaßnahmen, ne, rangehen. Ist ja klar. Ist ja klar. Und bitte, Nono, mach dann gleich deine Insel bitte zu. Damit wir dann alleine sind. Und ich nicht 20 Jahre wieder warten muss. Bis alle gejoint sind. Das wäre ganz praktisch, genau. Und überall gucke ich jetzt mal bei Nepp und Schlepp vorbei und mal gucken, ob irgendjemand mir einen guten Preis für meine Rüben gibt. Da bin ich sehr gespannt, ob das möglich ist. Ja. Einen guten Preis für die Rüben. Habe 24.000 Nookmeilen. Huch, ach du Scheiße. Ui. Schöne Blumen, muss ich sagen. Oh, und schon Wege gemacht. Alter. Das sieht schon ziemlich heftig aus, muss ich sagen. Okay, keine Sorge. Frage jetzt nicht ständig nach. Nur war bisher hier im Animal Crossing Stream. Ach, nicht. Achso, ja, wenn man am Anfang haben wir schon mal ein bisschen online gespielt gehabt, Bowser. Zweimal. Jetzt besuche ich gerade so ein bisschen eure Inseln. Junge. Oh, ich will auch endlich Wege haben. Muss ich mich morgen mal, oder beziehungsweise muss ich mal mich mal dran setzen, dass ich die auch mal bekomme. Privat. Ist ja jetzt nicht so interessant, ob ich jetzt hier, wie ich das mache. Ich denke, ich muss da irgendeine KK-Mission abschließen oder so. So, hi. Moin. Philipp. Ah, ein neues Gesicht. Du bist wohl von einer anderen Insel, ja? Ja, ich bin von Toad Island. Mein Name ist Philipp. Ach, du heißt Pius. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Bin auch erst kürzlich hergezogen und noch auf der Suche nach den
bergigsten Laufstrecken hier. Immer diese Sportler. Ja, spiele New Leaf bis zum Geburtstag. Ah ja, wie lange ist denn das noch hin? Hab 6 Millionen Sterne auf mein Konto. Ach du Scheiße. So, aber wenn du mal wieder da bist, meld dich bei mir. Hoppla hopp. Okay, ja, hau rein. So, ui. Er hat seine, oder besser gesagt, sie hat... Du bist eine sie, oder? Dreh ich mal um. Ja, auf jeden Fall weiblich. Sie hat hier, wie ich, den Rathausplatz ein bisschen mit Zäunen dicht gemacht, wie ich. Ey, das ist ja mega geil hier. Okay, das feiere ich, sowas hier, so kleine Orte, wo man so ein bisschen Sport machen kann und so. Bis Mai, alles klar. Boah, da hast du noch ein bisschen Zeit. Und hier wohnt einer, okay. Und jetzt ihren Garten hier so. Oh, ist das nice. Ey, bin ich direkt ein bisschen neidisch, ne? Hier kommt man zwar nirgendwo durch. Hier noch ein bisschen, okay. Ey, ich will nicht Wege haben. Bitte, Nintendo. Bitte, liebes Spiel. Bitte gib mir sofort Wege. Hier wieder Zäune. Oh. Er ist schon sehr geil. Wer wohnt denn hier, ey? Ein Opfer mit einem Zelt. Aber Junge, oder besser gesagt Mädel, sehr schön bist ja. Dieses Japanische merkt man auf jeden Fall sehr stark, muss ich sagen. Und hallo an Steve, Steffen. Moin. Nicht Steve, sondern Steffen. Oder Steffen? Ich glaube ja, Steffen, ne? Hi. Ey, wunderschön bisher. Sehr schön. Gefällt mir bisher sehr gut. Ja, da sieht man auf jeden Fall, ich habe bei meiner Insel noch viel zu tun. Ich habe einen netten Baustein oder Grundlage bisher gelegt, aber es... Okay, das ist ein bisschen suboptimal. Ja, wie gesagt, ich habe eine gute Grundlage bei mir gelegt, aber ich muss noch einiges tun, damit es auch so geil aussieht wie hier. Ja, moin. Mann, ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Ja, das ist das ganze Problem aktuell, Wladimir. Erst moin an dich hier. Moin an dich, moin. Das aktuell ist das Problem, dass YouTube die Streams von allen nicht richtig anzeigt. Das ist bei mir so. Das ist bei mir so. Das ist bei anderen Kollegen so. Aktuell hat YouTube große Probleme damit, Streams richtig anzuzeigen. Das ist echt belastend. Ich bin ein Junge. Achso, du bist ein Junge. No, no, okay. Auf New Leaf habe ich 27 Millionen Sternis ungefähr. Oh, nur lange Haare. Okay, dann bist du halt ein Junge. Auch okay. Man sieht auf jeden Fall, hier hat er dran gearbeitet, dass es hier so glatt aussieht. Das sieht man sofort. Ja. Und hier ist der Campingplatz. Hier kann man mit Amiibo-Karten und so Leute, Bewohner einladen, die dann irgendwann auf seine Insel ziehen. Genau. Jo, bräuchte mal Sternis in den Leaf, der ich neu angefangen habe. Ach, da neu angefangen habe. Jo. Ich habe nie an neu angefangen. Ich habe immer dieselbe Insel gespielt. Sogar Unge. Auch er hat Probleme mit den Streams aktuell. Das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du da irgendwie... Wie weit ist die Zahl runtergegangen? Also, jetzt ist es ja ganz stabil. So 25, da bin ich mir zufrieden. Aber wir waren halt am Anfang so bei 6 Leuten. Das war halt, ne? 25 ist voll in Ordnung. Danke auf jeden Fall an jeden, der am Start ist hier. Das ne, kann man machen. Nur waren wir vor ein paar Tagen halt so 50. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Aber passt schon. Ja, es ist toll. Aber ich will mal ein bisschen... Ey, ich sehe gerade hier, Leute, auf der Karte. Guck mal. Wie viel einfach hier so ist. Wie ich das haben will. Einfach alles so zentral. Und ja, oben ist ein bisschen... Aber müssen wir nach oben gehen. Das klingt da sehr geil da unten. Wir müssen mal ganz dringend nach oben gehen. Da geh ich jetzt mal hin. Aber, Junge, die Insel ist toll. Also, richtig gut. Daumen hoch an dich erstmal. Alex62, hi an dich. Auch moin. Also, Insel ist top. Hier geht eine Treppe hoch. Und hier, oh. Mega. Macht richtig was her. Das sieht doch auf der Karte mega geil aus, muss ich sagen, irgendwie. Doch, doch, ist schon sehr nice. Gefällt mir. Hast nicht zu wenig versprochen, sagen wir mal so. Ja, hier ist natürlich nichts. Hier ist tote Hose. Gut, hier wohnt jemand. Okay, ja gut. Komm, jetzt darf ich nicht hin, ne?
oder? Doch, hier so. Nein! Alles zu verbaut hier, ey. Es gefällt mir auf jeden Fall richtig gut hier. Und hier, guck mal, die wohnen alle so nebeneinander. Ein Geschenk, danke. Okay, hau das gerne mal hier irgendwo hin. Und ja, es ist nice, es ist nice. Hier die ganzen Bewohner und so, die alle hier nebeneinander wohnen. Ist schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und wir gehen jetzt aber mal zum... Oh, hier wird eine Brücke gebaut, okay. Aber wir gehen jetzt mal zu Nepp und Schlepp, die hier schon ein Upgrade haben. Und hier sieht man schon wieder, auch die Person hat hier ein bisschen mit den Sternis gespielt. Weil das ist der Trick. Hier muss einer stehen und auf der anderen Seite muss jemand stehen und dann kann man die Switches duplizieren und dann teuer verkaufen. So läuft das. Und ja, genau. So läuft das. Mein Opa ist heute bei mir und er schnarcht so laut, dass man dann, dass man das so hört. Naja, 80 muss man erstmal werden, ja. Und eigentlich ist es ganz, wäre das ganz gut, wenn er nicht bei dir wäre. Weil alte Leute sind ein Risiko, Ding wegen dem Virus und so, ne. Deswegen aufpassen, bitte geh nicht so nah an ihn dran. Oh, es ist noch ein Globus hier. Was hab ich denn für einen? Bin jetzt doof? Hä, wo ist mein Globus denn? Hä? Hab ich den abgelegt? Hier ist noch ein Globus. Oh, hier ist eine Küche. Ja, die brauche ich auf jeden Fall, ey. Kann ich mein Zimmer einrichten. Geil. 130.000 Sternis? Nehme ich. Ich habe jetzt gerade für 130.000 Sternis eine Küche gekauft. Alles klar. Das sind da noch nicht mal Real-Life-Preise. Also wenn ich zu Höfner oder so fahre, da bezahle ich bestimmt 130.000 Sternis oder 130.000 Euro für eine Küche. Obwohl, nee, da bezahlst du vielleicht so 5.000 oder so für eine vernünftige. Aber nicht so viel. Hier ist wieder ein Katzenklo für Polly. Und ich nehme mal hier diesen Fußball mit. Weil dann kann man irgendwie mal so ein Spiel machen. Da wollten wir noch Tore und so. Lul. Ja, Leute, ich habe mal eingekauft für 130.000 Sternis. Man kennt ihn. Ich habe hier auf jeden Fall die Wirtschaft angekurbelt, wie man kennt, wie man es sieht. So, Globus nehmen wir den auch noch mit hier. So, dann gebe ich das Geld immerhin wieder aus, ne? Das Geld von Dilshan gebe ich direkt wieder aus. Ist ja auch ganz gut. Weil hätte ich von ihm kein Geld bekommen, hätte ich bestimmt jetzt nicht diese Küchenzeile gekauft für 130.000 Sternis. Das ist schon kein Spam, genau. Ganz entspannt schreiben. So, war schön hier auf jeden Fall. Aber nee, ganz wichtig noch. Und zwar, ich möchte natürlich nochmal den Rübenpreisen gucken, ja. 10 Sterne ist gleich 1 Euro. 10 Sterne ist gleich 1 Euro, das heißt ja, bei 130.000 sind es 13.000. Sehe ich das richtig? Kann ich Mathe? Ich weiß es nicht. Warte mal. Warte mal kurz, ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, was da stand. Oh, 106, da mache ich Gewinn von 10 Euro. Ja, da sage ich zu. Dann werde ich endlich mal los. Das mache ich auf jeden Fall. Endlich mal Rübenpreise über dem Einkaufspreis. Sehr gut. So, kannst alle haben. Gönn dir. So, Gewinn gemacht, Leute. Sehr gut. Und zwar um... Ja, 10 Sternis. War überall, wo ich bisher war, auch gestern schon, überall. Was heißt gestern? Doch ja, gestern war Sonntag und da habe ich den schon mal geguckt. Überall, wo ich war, waren die Preise niedriger. Und das erste Mal mal mehr. Deswegen schlage ich da sofort zu. Mir wurde die eine Nachricht nicht gesendet, deswegen habe ich zweimal geschickt. Alles klar, okay. Ja gut, alles wird gut, Leute. Ey, ich finde das so nice hier, gefällt mir richtig gut. Und als erstes gehen wir jetzt mal in Haus rein. Wenn die Stadt schon überzeugt, bin ich aber sehr gespannt, wie sein Haus aussieht. Uiuiui. Und ich krieg sofort wieder Geld. Ich krieg sofort wieder Geld, Leute. Danke. Hol ich das Geld direkt wieder rein.
Ich kann hier aber nichts mitnehmen, Kollege. Ich kann hier nichts greifen. Das musst du mit draußen hinmachen. Ich kann in deinem Haus nichts mitnehmen. Ui. Ja, auch hier. Japanisch angehaucht das Ganze. Krasse Inselrespekt. Ja, ist echt nice hier bisher. Ui. Ja, gehen wir mal nach hinten, würde ich sagen. Was hier so abgeht. Genau. Aber du musst mir die Sternis draußen hinlegen. Ui. Eine Badewanne mit heißem Wasser. Und ein Klo. Ich will auf Klo gehen. Hallo? Geht nicht. Aber, hallo? Ach doch, geht. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Klopapier muss hier noch liegen. Also anscheinend hat auch er hier in seiner Stadt einen Klopapiermangel. Das ist aber nicht gut. Das geht so nicht. Für Klopapier muss immer gesorgt werden, ja. So, gehen wir nach links. Gucken hier mal rein. Das Ganze und so. Ich gebe das Geld draußen, jo. Oh, ein Hochbett. Willst du so ein Doppelbett? Und ein paar Fischis. Hallo Fischis, was geht? Kann man auch Licht anmachen, das wissen einige gar nicht. Man kann bei den Aquarien Licht anmachen, ja. Dann sieht es auch noch besser aus. Er soll den Untern anmachen. Boah, oder halt nicht. Ja, ein bisschen Licht. Oh Mann, meine ist nichts im Gegensatz zu der, wo du bist. Ja, meine auch noch nicht. Also, da kann ich auch noch einiges machen. Das ist schon sehr krass hier. Dass du legst das Geld draußen hin, Kollege. Auf meiner Insel sind sehr viele Früchte. Ja, ich habe auch alle. Nur die meisten müssen bei mir noch ein bisschen wachsen. Und sind noch nicht gedeiht. Oh, schönes Bett. So ein Korbbett, ne? Ja. Und hier sind, ja, allgemein, hier sind sehr viele Korbmöbel, wie man sieht. Der Schrank, der Stuhl und ich glaube auch der Tisch, oder? Doch, sieht so aus. Und eine ganz standardmäßige Lampe, ne? Mhm. Ja, auch sehr schön. Auch sehr schön. Ich kann das Geld nicht wieder aufnehmen, oder was? Belastend. Ja, okay. Ja, dann ist es belastend. Ja, ich habe es aber auch nicht wirklich nötig. Alles gut. Ich habe heute eh ziemlich viel Geld bekommen, deswegen behalte es erstmal. Danke dir trotzdem. Ich gehe wieder raus. Ich kann das Wort warten nicht. Ich kann nur vorspulen. Ja, warten kann ich in der Regel auch nicht. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, ja. Und moin auch an Farnwirbel. Moin. Hi. Es ist so schön hier. Sagen wir mal zum Schwein hallo. Larissa. Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Larissa. Moin. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen, ne? Verstehe, Pius heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Pius. So, auf Lunera oder so hast du jetzt zumindest eine Freundin gefunden. Ja. Hi. Hier. Oh, doch ein bisschen Geld. Danke. Ja, moin. Schon wieder ein 300.000. Habe ich immer das Geld von der Küche wieder drin. Danke dir. Ah, es geht noch weiter, ey, Hilfe. Okay, jetzt reicht's. Ja, habe ich keinen Platz mehr. Danke. Hab keinen Platz mehr im Winter, ja. Ah, ja, ja. Es ist so schön hier. Es ist schon echt schön hier, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja. Gut. Und da du hier so eine schöne Insel hast, kriegst du mal eine beste Freunde-Anfrage, ja. Kann ich mit dir Briefe schicken. So, wo bist du denn? Wo kann ich denn überhaupt Anfragen senden? Ich bin da ein bisschen, hab keine Ahnung, ey. Hab keine Ahnung. Und Dumiendo, hi, wie geht's euch alle? Mir geht's gut und dir? Willkommen hier im Streamer, lieber. Grüß dich. So, ich würde sagen, ich verlasse die Insel erstmal. War schön hier. Hat mir sehr gut gefallen und Dankeschön für die Geschenke. Und hallo auch an Pudding.
Wir können mitspielen aktuell gerade nicht. Ich war nämlich gerade zu Besuch auf einer Insel. Und jetzt möchte ich gleich erstmal in mein Haus gehen und dort meine Küche platzieren, ja. Jetzt weiß ich nämlich, was ich da mache. Und zwar mache ich meinen neuen Raum, den ich heute bekommen habe, mache ich heute, glaube ich, zu einer Küche. Genau. Das wäre doch ganz nice, oder Leute? Und ja, falls ihr noch nicht geliked habt, lasst gerne ein Like da auf den Stream, würde mich freuen und unterstützt meinen Kanal und meinen Stream. So, wir sind zurück bei Toad Island. Ja, moin. Welcome back hier in Toad Island. Die Temperatur recht passabel, aha. Ah ja. So. Wir sind zurück. Mein neuer Code ist... Der alte ist gecrashed. Hattest du ein Internetproblem, Gamer Toad? Haben sie kein DSL-Modem? So, ja, hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Und meine, ja, toll. Meine Kaffeemaschine hier. Ja, lassen wir den Ball erstmal draußen. Und gehen erstmal in mein Haus. Weil dort habe ich heute ein neues Zimmer freigeschaltet bekommen. Also, ne, durch Geld abzahlen und so bei Nook. Ein neues Zimmer. Und das ist bisher noch ganz leer. Und ja, da richten wir jetzt mal meine Küche ein. Weil ich ja ganz spontan eine Küchenzeile bekommen habe. Deswegen nutzen wir die auch gleich mal. So, da ist es. Ja, passt doch ganz gut, ne? Ja, kommt man rein, sieht direkt die Küche. Ist doch ganz nice, ne? Obwohl, warte mal, ich will mal gucken, ob ich die auch färben kann. So in Blau oder so. Wäre ja ganz nice. Deine Uhr geht eine Stunde vor. Jo, habe ich auch gesehen. Ich finde meine Lavalampe ganz geil. Oh. Und mein Bild von meiner Lieblingsbewohnerin Eleonore. Grüße gehen raus, Eleonore. Ich liebe dich. Mit deinem Kind von dich. Und hier ein kleiner Bär. Ein Fischi. Und hier, ich mag diese Möbel voll gerne. Diese Standardmöbel. Ich finde die so hübsch. Genauso wie den Standardboden. Der ist auch so geil. Und natürlich, ne? Taschentücher neben Bett, ne, ist ja ganz wichtig. natürlich für die Nase, ne? Naja. Pius, du konntest mich nicht als Freund hinzufügen, weil man, glaube ich, auf der Switch den Freundescode austauschen haben muss. Sicher? Ich glaube nicht. Bin mir da nicht so sicher. Hier. Umbauen. Alter, ich mache genau dort auch meine Küche. Sehr schön. So, umgestalten bitte. Was? Die kann man nicht umgestalten, die Küche? Laber nicht. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Habe ich es richtig gemacht? Hä? Wieso denn nicht? Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Wie geht das denn nicht, ey? Das ist ja komisch. Das ist ja, ja, uff. Naja, dann kommt die Küche da wieder hin. So. Küche ist back in business. Oh, Kaffeemaschine. Ja. Gut, da muss noch ein Tisch oder so hin, ne? Eigentlich, aber wir haben ja nichts. Kein Tisch. Der Servierwagen passt auch wunderbar. Den tun wir so irgendwo anders hin. Ja, über da oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Ja, und da, wo der Tisch ist, da kommt der Teppich dann hin, irgendwie. Ja, das wird super, das wird super, hier. Was haben wir noch hier? Ein Globus. Klappstuhl. Ja, machen wir den nochmal irgendwo hin. Ich habe ja bisher kaum Möbel, also Tisch und Stühle sind da irgendwie Mangelware. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man machen. So. Ich habe noch ein... Was? Ich habe zwei... Wieso habe ich denn zwei Kaffeemaschinen? Was ist das?
Okay, ein Klo sollte jetzt nicht in die Küche. Das wäre nicht so gut. Und sonst habe ich jetzt hier nichts. Ja gut. Ja, das ist meine Küche, Leute. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, das war's für heute. Mein Datenvolumen geht weit leer. Gefühlt. Und wir sehen uns dann morgen oder so wieder. Ich will noch ein Video heute machen oder so. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und sonst halt morgen zu einem Video oder Stream zur Nintendo Direct-Ankündigung, die wahrscheinlich morgen kommt. Und demnächst besuche ich auch weitere Inseln. Ja, ich danke fürs dabei sein für heute. Und beim nächsten Mal besuchen wir weitere Inseln von denen, die heute nicht dran kamen. Und mal gucken, ob Nintendo morgen eine Nintendo Direct ankündigt oder nicht. Ich denke schon, deswegen können wir uns auf morgen Nachmittag um 15 Uhr sehr freuen. Ja, das war's für heute. Dankeschön fürs Einschalten und bis morgen. Haut rein und tschüss, ihr Toads. Und Dankeschön an U2. Es hat geklappt mit dem Stream heute einigermaßen. Und ja, morgen sehen wir uns wieder bei einer vermeintlichen Nintendo Direct-Ankündigung. Morgen 15 Uhr. Mal gucken, was kommt. Wir sehen's morgen. Haut rein. Tschüss.